Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir wollen jetzt rausfinden, wo die Magiergilde ist. South of here. Okay, das heißt diese Richtung. Damit wir uns noch ein paar mehr Heiltränke und noch ein paar andere Sachen holen können. Da vorne ist sie ja schon. So. Die Musik ist jetzt in meinen Ohren aber richtig leise. Habe ich aus Versehen wahrscheinlich an meinen Regler hier von Kopfhörern hier gedreht. So. Wir haben 6. Oder warte, wie viele Heiltränke haben wir? 36, glaube ich, hatten wir. Muss ich selber nochmal schauen. Achso, wir müssen auch unsere Dings hier. Also wir brauchen 64 Heiltränke. Potion of Healing hier. 6, 4. 3200 nehmen wir. Dann brauchen wir auch noch hier Feuer Resist. Hier Resist Fire und Resist Shock. Würde ich sagen, hier nehmen wir mal 20. Ja. Und Resist Shock. Auch nochmal 20. So, wie viel Geld haben wir jetzt noch? 3900, also fast 4000. Und dann müssen wir jetzt nochmal 10 Tage durchpennen. So. Wo hatten wir eigentlich überhaupt? Hier und hier hatten wir unsere Sachen gehabt. Oder haben wir die überhaupt noch aus? Hatten wir die wieder raus? Okay, hatten wir die wieder geholt? Ich habe jetzt ein kleines Päuschen gemacht zwischen den beiden Aufnahmen, deswegen weiß ich jetzt nicht. Ne, wir hatten die nicht geholt. Das heißt, wir müssen die gleich wiederholen. Wieder Richtung Norden. 10 Tage durchpennen. Komm, wir können auch beim, wie heißt das, Thirsty Cup pennen gehen. 10 Tage. Dann sind wir direkt da an den Läden, wo unsere Sachen sind. Das war doch Thirsty Cup, oder? Ja, wir sind da. So. Guten Tag, ich hätte gern ein Zimmer. Single, genau. 10 Tage, bitte. Ja, 100 Gold hier, werter Herr. Dankeschön. So. Camp for a while. 240 Stunden. Passt. Und dann wieder raus, unsere Sachen abholen. Und dann können wir es mal riskieren, nach Mirkwood zu gehen. Vor allem, ich bin auch schon wieder vorbereitet. Ich habe hier die Map von Mirkwood vor mir rumliegen. So, Repair. Status. Ring of Shielding. Nice. Und ab zum nächsten Laden. Der hat noch 5 Sachen von uns. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau, da lang. Links. Und dann da hinten müsste das gewesen sein. War es der Laden? Ja, ich meine schon, dass es der hier war. So. Und Repair. Da los. Was sagt er hier? Fertig. Nice.
So. Und genau hier. Perfekt. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Ziehen das alles wieder an. Machen noch mal kurz ein Safe Game. So, wo sind denn die ganzen Sachen? Hier Tower Shield, Katana. So, Mark of Free Action. Crystal of Paralyzation. Grace of Heal True. Ring of Shielding. Na, Stamina hätten wir auch nochmal zwei nachkaufen können, aber die brauchen wir so selten. Dann hier nochmal ein Safe Game auf die 1. So. Ich habe nochmal einen Schluck getrunken und dann würde ich sagen, wir riskieren es. Na gut. 10 Tage. Dann schauen wir mal. Mirkwood. The Mists of Mirkwood, the Black Forest, swirl about. Inside the dark forest can be heard faint cries of despair. Souls who have lost their way within its cunning web. Though the smell of decay flows from every tree and stone. Within this forest lies the seventh piece of the Staff of Chaos. So, dann wären wir auch schon mal da. Im Grunde, laut der Map, Süden, einfach straight Süden gehen. Und dann müssten wir hier auch schon gleich da sein. Ja, wir sind schon quasi dran. Okay, ich habe jetzt härtere Gegner erwartet. Aber wer weiß, was... Da sind sie schon. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass der sofort hier auftaucht. Aber das müsste schon hier sein. Hä? Wo sind wir jetzt? Ah, okay. Hier müsste es, glaube ich, schon richtig sein. Wenn ich mich nicht täusche. Oder doch nicht? Nochmal nach Norden wahrscheinlich. Ja, du mich auch. Das müsste der richtige sein. So, mal schauen. Okay. Ach nee, wir sind ganz falsch. Ich gucke ganz falsch. Wir sind nach Südwesten. Da müssen wir hin. Ja, hier wird schon enger. So, wir haben jetzt genau den. Wir sind am falschen Eingang. Der Eingang ist im Südwesten, also noch weiter Richtung Südwesten. Von hier kommen wir nicht wirklich groß voran. Ja. Hier geht es auch nicht weiter. So, mal schauen, wo wir jetzt sind. Und das muss hier irgendwo der Eingang sein. Laut der Map. Keine Ahnung, wo das jetzt war. Ja, ich hänge jetzt fest. Oh, da haben wir schon den... Und wir sind... Warte, ich glaube, das ist schon der... Das müsste, glaube ich, schon der richtige Eingang sein. Ja, das ist der richtige Eingang. Genau. Dann machen wir den eben noch schnell kaputt.
Genau, Shielding ist jetzt auch gleich wieder. So. Heal True. Shielding. Ich glaube vielleicht Fire Resist machen wir einmal. So, dann müssen wir noch mal schauen auf der Map. Wir sind hier. Wir müssen dann genau Richtung Süden jetzt. Also diesen Weg. Da müsste hier irgendwo der nächste Eingang sein. Genau. Dann müssten wir hier jetzt nach Norden und dann Osten einmal drumherum und dann sind wir da. Der ist nämlich hier hinter der Wand. Hier sind wir zu früh drumherum. Da haben wir wieder zwei Homunkuli. So. Und hier haben wir es. Jetzt schon an. Warte mal. To pass this portal, answer my riddle. I tie and hold, capture and bind. Yet both knights and gnomes doth crave me. I faithfully enslave all within my grasp. Whether or not they seek me. Yet those who have never felt my unmerciful hand are pitied by their fellow man. Okay, das heißt, eigentlich rein theoretisch. Ah, ich habe jetzt die Seite aus Versehen wieder rausgenommen. So. Ich habe hier die Antwort irgendwo kurz gelesen gehabt auf der Seite. Bitte verzeiht mir, dass ich mittlerweile von dem Game hier ein bisschen schon abgefuckt bin. So oft, wie wir hier drauf gehen, dass ich vieles auch schon vorher durchgelesen hatte. Ich hatte gelesen gehabt hier auf jeden Fall, dass in diesem Level eines von, also zwei Fragen kommen. Eines davon ist Wasser, das andere ist Liebe. Ich weiß jetzt nicht, ich kann mir das jetzt übersetzen lassen. Verzeiht mir das auf jeden Fall, dass ich das vorgeschaut hatte. Ich würde das aber erstmal versuchen mit einem von den beiden. Dass es vielleicht das hier sein kann. Und ja, okay, dann ist das andere, was hier kommen wird, Wasser. So, und da wären wir auch schon. Im zweiten. So, ich schaue nochmal auf die Map. Wo waren die jetzt? Ach so. Der ist nicht gerade groß. Da schon das nächste Stück. Okay, welche Monster sind hier? Eisengolems. Noch ein Eisengolem. Hier ist noch einer. Hier sind jede Menge Eisengolems. Oh. A simple riddle for some of a trap of eternity for others. I run smoother than any rhyme. I love to fall but cannot climb. I tremble at each breath of air and yet can heaviest burdens bear. What is thy answer? Ja, ich hatte das vorhin schon gesagt gehabt. Das eine war ja Liebe, das andere Wasser. Vorhin hatten wir Liebe, Love. Dann ist es hier ja Water. Truly thou art worthy of the prize. Proceed mortal and leave in peace. Ah, es ruckelt sehr. Ich glaube, hier mache ich nochmal kurz ein Safe Game. Bevor mir das Spiel vielleicht abstürzt oder so.
ruckelt übelst das Game. Okay, das war aber jetzt sehr, sehr leise. Also, jetzt habe ich vergessen durchzulesen. Aber wir könnten mal riskieren, mal gegen die zu kämpfen. So. Dass wir einen nach dem anderen hier abschalten, ausschalten. Wenn das jetzt auch mal laufen würde. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir halt zurück. Tut mir auch leid, dass das jetzt dieses Level oder die Story dieses Mal so kurz war, der Dungeon. Ja, aber wenigstens werden wir von denen auseinandergenommen. So, und bei denen nehmen wir hier Shock Resistance. Dann müssen wir jetzt den kompletten Weg hier wieder zurückfinden. Ja, ja. Ach so, jetzt hier wieder. Natürlich, hier wieder Feuer. So, das heißt, hier jetzt drumherum, runter und dann den ganzen Weg wieder Richtung Norden, bisschen so nordöstlich. Und dann können wir eigentlich wieder quasi nach Hause gehen, kann man schon fast sagen. Nur nicht hier, wo ich jetzt hingelaufen bin. Das war jetzt. Okay, jetzt läuft aber sehr, sehr flüssig gerade. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das liegt wirklich an dem Spiel hier. Dass es mal flüssig läuft und mal dann eher nur am Ruckeln. Ja, keine Ahnung. Ach ne. So, ganz schnell hier. Das. Ja, der hat nichts. So, wohin? Hier so rum, okay. Und ja, Mugwort haben wir durch. So, was wäre der nächste? Beziehungsweise es bleibt ja eh nur noch Morrowind übrig. Dann können wir mal schauen. Vivek gibt's hier nicht. Okay, warum gibt's hier nicht Vivek? Aber eben Herz. Oder hier Necrom. Aus dem neuen Elder Scrolls Online Deals. Können wir auch mal hin. Aber Ebonheart hört sich am besten an, finde ich tatsächlich. Kenne ich alles hier fast, also fast alles noch aus Elder Scrolls Online. Zumindest die hier eher war nicht, glaube ich. Aber hier, das alles kenne ich. Das hier glaube ich nicht. Aber ich glaube bis hierhin ging das. Und das hier, na das hier nicht. Also das, bis hierhin, das alles kenne ich ja noch aus Online. Elder Scrolls Online. Aber wir gehen nach Ebenherz. 33 Tage. Ja. Passt. Ebenherz wollte ich schon Ewigkeiten hier hin. So. You have arrived in the city-state of Ebonheart in Morrowind Province. The date is Tirdas 22nd of Sunstone in the year 3. Ära 395. It took 33 days to reach your goal. You enter Ebonheart, also known as the Black City.
To the north you can see the red-orange glow of Dagoth Ur, the fire cone on the Black Isle. This city's ruler has a reputation of being extremely ruthless. Dagoth Ur? Ich dachte, das ist der Rote Berg. Ich wusste nicht, dass der Rote Berg hier... Warte, wenn wir jetzt... Hier, das ist doch der Rote Berg. War Dagoth Ur nicht irgendwo hier? Ich meine eher so, sogar hier irgendwo? Oder hier eher? Am Roten Berg irgendwo? Weiß ich nicht. So, aber wir brauchen jetzt erstmal eine Taverne. So, guter Herr, du kannst mir bestimmt sagen, wo der nächste Taverne ist. Northwest of here. Okay. Da können wir pennen. Silmane gibt uns wieder einen neuen Job. Den letzten Teil hier irgendwo in Morrowind. Ich glaube, da wo die Prostituierten immer sind, sind auch die Tavernen. Ja, hier haben wir's. So, bisschen zu weit gedreht, aber egal. So, dann holen wir uns hier erstmal ein Zimmer. Ein Tag, genau. So. Und dann können wir hier... Komm, wir pennen nochmal für 24... Oder warte. Was sagt die Uhr? Wir haben 6.48 Uhr am Abend. Ja, dann würde ich sagen, wir machen 14 Stunden raus. 14 Stunden durchpennen. I would take no chances, for Tharn has no mercy and will attack the moment he perceives the staff reassembled. You must be swift. To the northeast lies the Fire Mountain, Dagather. Somewhere in its volcanic depths is the final piece of the Staff of Chaos. The entrance to that fabled mountain has disappeared with the dwarves that mined it. There may still be those who know of it, however. Find the entrance, enter the volcanic catacombs, and return with the final piece of the staff. We are so close. I wish you well. Ja, und somit haben wir die letzte Quest bekommen. Dagoth Ur, den letzten Stab des Chaos-Stück. Das heißt, hier können wir auch nochmal ein Save-Game machen. Beziehungsweise hier mache ich jetzt auf die 1 ein Save-Game. Und dann können wir die junge Dame hier mal fragen, wo ist Dagoth Ur? It was rumored that dwarves built a secret opening to the Mount of Dagoth Ur. Now any knowledge of that is lost unless the palace kept records. You may wish to go and inquire there. Sind wir hier in Ebenherz sogar richtig? Das habe ich noch nicht durchgelesen, also das habe ich nicht gelesen, dass wir in Ebenherz richtig sind. Ich hatte nur hier... So, was die Quests angeht, in welche Quest man... Wo war denn jetzt das Königshaus? Ach so, ganz im Süden. Südosten. Das ist Norden, das ist nicht richtig. Da lang mussten wir. Ich hatte jetzt nur quasi durchgelesen gehabt, wo man genau hin muss und aus Versehen auch noch mit die Antworten der Fragen, zumindest von dem Teil, wo wir jetzt gerade waren. Denn ich wollte eigentlich nur wissen, wo die Maps sind. Aber es war auch irgendwie so interessant zu lesen. Und ja, ich habe es halt einfach aus Versehen komplett auch nur durchgelesen gehabt, zumindest. Nee, hier sind wir falsch. Also nicht komplette Story von Arena, sondern jetzt nur für den Kapitel da.
So, dann können wir hier mal nachfragen. Nach Dargoth Ur. So. My name is King Kasig and I have heard that you seek Dargoth Ur, the legendary home of the Dwarven people. Perhaps we can help one another. I have in my possession the Anvil of Mithas, greatest of the Dwarven blacksmiths. Only one object was strong enough not to shatter when used to shape metal upon the anvil. The Hammer of Garin. It is said that the ring of the hammer upon the anvil speaks to the user, telling him the entrance to the Mount of Dargoth Ur, with the raw metals present within the mountain. My blacksmith will be able to fashion the finest weapons and armor in the realm. Recover the hammer for me. It was supposedly lost in the dungeon known as the Black Gate. I will show you where this dungeon can be found. You will be rewarded for this deed with the location of the entrance to Dargoth Ur. You can then journey there and explore it to your heart's content. Do you agree? Natürlich, das ist unsere Hauptquest. You do me a great service, Maxdeus. One that I know my people will easily forget. Come, here's the location of the Black Gate. King Kasig inscribes the location of the Black Gate, home of the Hammer of Garin, onto your map. Yeah, nice. So, können wir hier einmal durch? Und dann würde ich sagen, warte, wir schauen erstmal an, wo müssen wir genau hin? Aber Morrowind sind wir auf jeden Fall schon richtig. Wo ist denn der Dungeon? Ah, hier. Blackgate. Da müssen wir hin. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns dahin auf den Weg. Ja, ich bin's, euer Maxdeus und ciao.